Was sind Rahmenverträge? Fragezeichen. Nun, Sie wissen, die Fragen, die mit Hilfsverben daherkommen, was ist, was sind immer ein bisschen kritisch. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier die Kurve zu kriegen. Einmal, man ersetzt das Hilfsverb durch ein Vollverb. Was machen, was bewirken Rahmenverträge? Oder man wählt ein anderes Substantiv. Hier gehe ich mal diesen Weg und sage, Rahmenverträge sind langfristige Vereinbarungen. Und vielleicht sollten wir noch den Zusammenhang erwähnen. Es geht hier um Rahmenverträge mit Lieferanten. Und wenn wir nun eine Software haben, dann prüft die Software, ob mit diesem Lieferanten ein Rahmenvertrag vorliegt. Und was ist der Inhalt dieses Rahmenvertrages, der langfristigen Vereinbarung? Nun, das sind die drei wesentlichen Eckpunkte hier: Preise, Zahlungs- und Lieferbedingungen. Preise, Zahlungs- und Lieferbedingungen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.